Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich stehe hier immer noch an den schönen Feldern rum und ich merke gerade, hier passiert eigentlich viel zu selten was. Ich habe jetzt hier eine 232 und hier eine 321. Ich habe leider immer noch nicht ganz rausgefunden, welche Einstellung das hier drin ist, ob ich mit 4 kreuzen muss oder nur mit einer. Das ist jetzt eine 332. Das ist schon mal jetzt gut. Das heißt, ich kann den da endlich weghauen. Kann ich den da reinmachen. Sehr gut. Das heißt, das hat mich jetzt schon mal ein wenig vorangebracht. Na, wie ihr seht, ich habe jetzt hier außen auch noch Würmer hingemacht. Aber ich werde mir jetzt als nächstes erst einmal eine Gießkanne basteln. Eine Watering Can. Die hier. Dafür brauche ich Steine und ich brauche eine Bowl. Bowl muss ich mir angucken. Ich weiß nämlich nur noch das Cracklich-Rezept. Und das wird definitiv falsch sein. Beziehungsweise hier gibt es keine Messer. So, haben wir eine Bowl. Und dann haben wir hier den da, den da, den da und den da. Und wir haben eine Watering Can. So, dann kann ich auch schon hingehen. Ich habe hier auch noch Steine. Oh, gleich eine Quest gehabt. Fertig gemacht, sehr gut. Wir machen das mal. Dann haben wir noch 14 von denen. Die brauchen wir auch. So, dann hast du schön in das Wasserding hier rein drücken. Weil die muss man ja jetzt aufladen. Aber ich glaube, da reicht sogar ein Einzelfeld dafür. So, die ist jetzt mal voll. So, die mal gleich weg. Und gucken. Was mit allen dreien. Das ist eine 332. Das ist eine 222. Und das ist eine 232. Meine Güte. Also langsam aber sicher glaube ich wirklich, dass ich das genau andersrum gemacht habe. So, ich mach das jetzt mal so. Das ist mir jetzt egal. So, Weizen kommt weg. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Wir haben eine 232. Da ist schon mal ein Dreier drin. Eine 332, das sind schon mal die, die wir auf jeden Fall gewonnen haben. Glückwunsch, du kommst dahin und dahin. So, was haben wir hier noch? Eine 222, eine 322. So, die 322 kommt dann hier hin. Und eine 232, die kommt hier hin. Oh, dann heißt es wieder aufladen. Na, das war super. Gut. Wenn es auch mit zweien funktioniert, super. Dann können ja die dann her das geben. Und da in der Mitte habe ich auf jeden Fall einen besseren. Ja. Machen wir mal die Wiese hier komplett fertig. Dankeschön. So, nochmal drüber. Ich bräuchte eigentlich noch einen Wurm. Kommt schon. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Pech gehabt mit Würmern.
Oder mit allem drum und dran, auch hier. Dauert ewig, klappt nicht. So, aber wir sehen schon, wir haben schon 1000 verschiedene Seeds da drin. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir werden von Agricraft, wenn es das natürlich noch gibt, das schließt das nämlich voraus. Und so eine Chest bauen. Oh, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Weil das sind die Valves, das sind die Grates. Diese Seed-Teile gibt es jetzt aussieht nicht mehr. Oder ich bin natürlich wieder mal blind. Aber das müsste dann auch so ausschauen wie das hier. Das sehe ich halt leider nicht. So. Wir haben hier eine 332 und eine 332. Also normalerweise müsste was Besseres rauskommen, wenn das klappen sollte. Eine 443. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine 333. Ja, da kommt die auch weg. Okay, mit dem momentanigen Lichtlevel kann hier keine Pflanze wachsen. Oh, schauen wir mal. Das habe ich jetzt wieder super gemacht. So, die kommen weg. Die kommen auch weg. Und was haben wir jetzt? Eine 332. Also auf Deutsch, das ist einfach nur ein Abklatsch von der. Und das ist eine 333. So, das heißt, alles sieht's mal rein. Kann jetzt noch mal gucken, ob es so eine Seed Chest gibt. Nein. Heißt das jetzt? Machen so weiter. So, jetzt kann ich mir aber auch noch ein Buch bauen. Weil jetzt haben wir auch die Strings. Und ich brauche dieses Agricraft Journal. Ein Book habe ich nicht. Aber ich habe noch kein Papier. Dafür brauche ich Sugarcanes. Und daran arbeite ich. Muss ich arbeiten. Wie komme ich an Sugarcanes ran? Sugarcanes sind Beetroot und Seeds. Also da. Oh, also wie gesagt, die zwei, das ist eine 333 und eine 443.
Dann haben wir hier eine 444. So, das kann ich lassen. Die 444 kommt da rein. Und auf der Position kommt jetzt das Beetroot hin. Dann müssen wir die Gießkanne wieder füllen. Und wir lassen mal hier okay. Und das ist sehr gut. Das Weizen kommt gleich weg. Wow. Ja, und jetzt brauchen wir Sand. Weil, soweit ich das gesehen habe, war Sugarcane auf Sand, ne? Genau. Einmal Sand. Dankeschön. Und du kommst da auch drauf. Okay, also was haben wir hier? Wir haben hier eine 443 und eine 332. Eine 333, wow. Nein. Nicht mal im Traum. Was haben wir jetzt hier? Das waren jetzt sogar vier Pflanzen eigentlich. Eine 343. Okay. Die haben wir jetzt alle. Dann gehen wir mal schlafen. Vielleicht hat sich bis dahin auch was beruhigt und vorher nochmal meine ganzen. Ach ja, das sieht man ja auch. Ich habe dann ein bisschen aufgeforstet, weil ich mir gedacht habe, ja, sonst sind wir nächstes Jahr noch beschäftigt. Und das wäre nicht sehr prickelnd. Also habe ich ein paar Bonsais gemacht. So. Was mache ich denn? Was brauche ich denn? Was will ich denn? Ich habe gesagt, ich gehe da schnell her, um was zu machen, und dann kann ich ja wieder kommen. Scheiße, wenn man vergisst, was man machen wollte. So, wie viel Eisen habe ich denn? Ich wollte schlafen. Danke, Regen. Danke. Also ich bin schon froh, ne? Also mein Gott, sein Gedächtnis ist aber mittlerweile schon wirklich Müll. Schon wieder irgendwas oben drauf rum. Ha! Ha! Sugarcane! Das ist scheißegal, ich brauche noch mal einen. Und das ist definitiv eine 111.
Und genau, weil Papier, habe ich ja gesagt, kann ich noch nicht machen. Weil das ersetzt ja nur das Leder, aber nicht das Papier. Okay. Also wenn man sich mal anschaut, wie langsam Agricraft wächst und wie schnell dass das auf dem normalen Boden wächst, einfach nur Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Hat jetzt aber den Vorteil, dass ich mich erstmal um die da kümmern kann. Slime. Wie heißt du? Sapling. Ich brauche den Magma-Sapling. Jetzt weiß ich auch wieder, warum, dass ich Magma-Perlen die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Ich vermute mal, weil sie da reinkommen. Genau, und dann kommt da ein Zeppling. Ich gesagt, Oak ist das, was ich. Zeppling. Das daneben. Und klick. So langsam glaube ich ja wirklich, dass die Dinger mich verarschen wollen, ne? Ach so, ich brauche diese Slime Balls. Okay. Nee, dann bin ich einfach nur irre im Kopf. Okay. Dann brauche ich davon einen. Kommen hier diese Dinger weg. Dann das kommt raus und das kommt rein. Eins, eins, Deckel zu. Da die Kiste. Bitte das da reinschmeißen. Dankeschön. Das rein, das rein, das drauf. Und wir haben das da. Oh Gott, dann heißt es jetzt, das da kommt dahin, das da kommt dahin, das da kommt dahin und dann mit dem drauf. Und ich bin tot. Wow, geil. Hat es mir jetzt 8 Herzen abgezogen? Klasse, sterbe ich doch gern für. Das ein Scheiß. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. 8 Herzen. Ja, ich habe nur 8. Du bist witzig, Spiel. Ich habe leider noch nicht mehr. So, das wird jetzt aber dann der nächste. Das heißt, wir haben jetzt alle Slime-Teile beieinander. Sugarcane Seed. 4-3. Was? 4-3-2. Kannst du ja in der Pfeife rauchen. Was will ich denn damit? Also schlechter wird schon mal nicht. Eine 2-2-2. Okay, es hat sich halbiert von dem.
Oh. Wow. Das war, glaube ich, unser erster Tod. Oder? Nee, das war schon unser x-ter Tod. Downloading Statistics. Okay. Also ist nicht mehr so schön wie früher. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abgeschmiert ist. Sonst wird es eine kurze Folge. Weg damit. 3 Jahre später oder was? Auf jeden Fall ist das mein erster Kopf. Ist ja egal. Ich müsste den hier austauschen, weil der ist der schlechteste von allen. Aber was will ich da austauschen? 2-2-2, das kann ich ja vergessen, aber sowas von. Bräuchte es nochmal Sand? Zweimal. Muss ich mir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal die Agricraft-Sachen mal durchlesen, wenn ich es nicht wieder vergesse. So, dann kommst du dahin. Du kommst da rein. Das war klasse. Okay. Haben wir das auch? Kann der nächste schon mal wandern und gedeihen. So, ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich hierhin haben, ein Treppenhaus nach unten. Schlag schon mal den Bereich frei. Ich hätte gesagt, machen 5x5 Bereich. Zwei runter, zwei rauf und einmal Gang und Tür. Ja, das heißt also, ich komme hier, gehe hier rein, kann dann rüber gehen, kann dann nach unten gehen. Ich hoffe, dass das reicht, sonst muss es nämlich größer werden. So, und das muss ich jetzt mal alles abreißen. Es tut mir ja leid.
Aber ich weiß schon teilweise gar nicht mehr, was was ist. Ich müsste mir eigentlich mal. Die Gießkanne habe ich ja gebaut. Den Clipper habe ich noch nicht. Aber das da. Eine Pumpe habe ich nicht, aber ich kann es ja umfüllen mit dem Eimer. Oh, das heißt also, ich brauche jetzt dann das da. Okay, das hat sich geändert. Oder war das mittlerweile so? Ne, das ist ein Boot. Okay, das ist jetzt so. Davon kannst du mir auf jeden Fall locker schon mal zwei machen. Das sind acht. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Tank. Das sind noch mal vier. Und dann brauche ich noch den Sprenkler. Nicht blind, oder ist der noch nicht freigeschalten? Aber es wäre ein bisschen blöd, wenn der noch nicht freigeschalten wäre, weil ich habe eine Aufgabe dafür in dem Buch. Wie heißt das? Sprinkler. Ah, da ist er. Okay, das heißt, ich brauche das da. Ich brauche das da. Und jetzt ist die Frage, habe ich noch irgendwo ein Half-Slab? Habe ich. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss das da mal wegtun. Kommst du dahin? Kommst du dahin? Kommst du dahin? So, eigentlich müsste ich dann wirklich hingehen. Okay. Dann haben wir hier die Fackeln. Dann muss ich mal schnell zweimal schöpfen gehen. Das nämlich auch erstmal irgendwo vorbeigehen. Das heißt, jetzt muss ich halt immer wieder mit meinem Eimer. Das hier füllen. Bis ich irgendwann Maschinen habe. So, das heißt, ich habe jetzt die Würmer. Und ich habe jetzt Agricraft. Den Sprengler. So, eine 433. Was habe ich jetzt hier? Das soll mich was das haben? Eine 432. What the fuck?
Das kann ich erzählen. Okay. So, tanzt mal das Ding nach oben. Okay, das heißt jetzt, die da hinten plus der in der Mitte versuchen das Weizen hochzukriegen und der versucht sozusagen die Crops hochzukriegen. Hat's gerade gemacht. Eine 1, 2, 2. So. Schaut ganz gut aus. Mir kommt das auf jeden Fall so vor, als der da, als dir das Wachstum irgendwie verbessert worden sein mit der Gießkanne. Aber es ist halt auch vielleicht alles Einstellungssache. Ja, ich weiß es nicht. So, eine 443. Das haben wir jetzt hier auch. Ich brauche auf jeden Fall dann auch was, um den Scheiß dann wegzukriegen. So, das heißt, wir haben heute ein bisschen Agrikraft auf jeden Fall geschafft. Schauen wir, wie weit es noch ging, bevor die Gießkanne leer ist. Komplett voll. Sehr gut. Und dann lasse ich das mal laufen. Ah, und ich muss halt, wie gesagt, jetzt demnächst mal richtig anfangen, hier umzubauen. Das wird aber dann eine längere Session und das werde ich dann aber auch cutten. Gut. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare da drauf. Ich lese es auch wirklich. Und ich werde auch drauf Bezug nehmen, wieder schriftlich oder in-game. Kommt halt immer darauf an, wie lang das die Ausführung ist. Oder wenn natürlich dann auch im Stream bei anderen Packs, wenn derjenige dann auch da ist. Wie gesagt, Streams sind jetzt momentan immer freitags, samstags und sonntags auf Twitch. Kanal habe ich unten in der Beschreibung drin. Ja, und dann heißt es von mir noch, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr sagt, ich bin ganz witzig und ihr kennt mich noch nicht, dann könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und wenn ihr natürlich auch noch möchtet, informiert werden möchtet, so rum, wann ich ein neues Video rausbringe, dann müsst ihr auch noch die Glocke aktivieren. Und dann heißt es nur noch von mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.